Tja, Hochbegabung kann auch anstrengend sein. Das wusste auch schon dieses Exemplar eines klugen Kopfes. Der produzierte so viele Gedanken auf einmal, dass er nicht aufhören konnte zu reden. Was der Philosoph Lucius Annaeus Seneca vor 2000 Jahren der Welt hinterließ, waren nicht nur Sätze, die sich heute auf Kalendersprüchen von Abreißkalendern wiederfinden. Er war ein berühmter Vertreter der Stoiker, jener philosophischen Lehre, die innere Gelassenheit predigt, auch und gerade in Zeiten von Kriegen und Diktaturen. Was uns also Seneca heute zu sagen hat, auch das zeigt der neue Kinofilm Seneca mit John Malkovich in der Hauptrolle. André Katscher. Wie verbringt ein Philosoph seine letzten Stunden, wenn er weiß, dass er sterben muss? Kann ich dir helfen, mein Freund? Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Präsident Nero beschieden hat, dass Sie hingerichtet werden sollen. Sie dürfen sich selbst das Leben nehmen. Eigentlich müsste Seneca als Stoiker sein Schicksal betont gelassen hinnehmen. Doch der Mensch Seneca und ehemalige Ziehvater Neros zaudert. Seneca ist einerseits ein Philosoph der stoischen Schule. Aber er ist auch ein politischer Redenschreiber und Spin-Doktor für Kaiser Nero. Du musst ein Freund der einfachen Leute sein, so als wärst du einer von ihnen. Ja. Ich teile eure Sorgen und kenne eure Probleme. Ich bin nur um den kleinen Klacks von 10 Millionen Mal besser als ihr. Man kann Seneca durchaus als Gleichnis verstehen, zum Beispiel auf Donald Trump und seinen Einflüsterer Steve Bannon. Nero wird im Film auch konsequent als Herr Präsident angesprochen. Wegwerfen, denn sonst. Das ist natürlich auch eine politische Allegorie. Ja, aber das zielt jetzt nicht auf eine spezifische Person ab, sondern ich glaube, dass wir es einfach wieder mit vielen auf den Tischhauern und Zampano-Diktatoren zu tun haben, die Demokratien aushöhlen unter dem Vorwand, sie zu beschützen. Wie könntest du Seneca ist ein Theaterstück verkleidet als Kinofilm. Der am Ende doch sehr selbstverliebte Philosoph mag sich nicht so recht in den Suizid fügen. Stattdessen will er seine Weisheiten unbedingt der Nachwelt hinterlassen und vor allem will er reden. Genug gesprochen. Es reicht. Es gibt genügend Worte und Sätze von Ihnen. Für alle Ewigkeit. Ich werde Ihre Aber Weisheit obwohl so viel gesprochen wird, verleiht Malkovich dem Seneca eine bemerkenswerte Leichtigkeit. Das ist sicher schon eine außergewöhnliche Menge an Dialog, aber man lernt ihn halt auswendig. Das ist Teil des Jobs und den macht man so gut man kann, wie immer. Wieso macht euch das nicht verlegen? Und wie immer ist Malkovich großartig. Der Film hingegen hat ein paar Längen. Seneca will einfach nicht aufhören zu reden. Und Kinder, leert die Becher. Es ist später, als ihr denkt.